nichts zu holen. Einen schönen guten Nachmittag euch allen. Ich bin mal wieder am See unterwegs, auf der Suche nach dem perfekten Fotospot. Aber ich finde ihn einfach nicht, weil ich einfach einen schönen Vordergrund auch suche. Ich bin hier am Ufer eben des Ammersees und die letzten Tage waren ja sehr stürmisch und ich dachte, na, vielleicht hat es ja irgendwie einen Ast oder irgendwas ins Wasser getrieben oder ein Baum ist irgendwie umgefallen, aber nein, nein, nein. Überall normales Ufer mit viel Gestrüpp und Schilf, aber kein schöner Vordergrund. Und die Sonne geht jetzt auch schon wieder bald unter. Ich bin schon wieder super spät dran und hoffe einfach, dass ich noch irgendwas Schönes finde. Bin hier gut bepackt mit Schuhen, zwei Kameras, zwei Stativen, dieser 360-Kamera. Das Equipment stimmt schon mal, nur der Fotospot, den habe ich noch nicht gefunden, aber Fotografieren hat eben sehr viel mit Natur und Suche zu tun und ja, ein bisschen Glück braucht man halt auch. Da vorne könnte was sein, da ist ein Boot im Wasser. Wahrscheinlich durch den Sturm umgekippt. Jetzt habe ich tatsächlich meinen Spot doch noch gefunden, also hier werde ich auf jeden Fall bleiben und dieses umgekippte kleine Boot aufnehmen. Da die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, werde ich auch mit Filtern arbeiten. Das heißt, ich werde einen ND-Filter vorne erstmal drauf schrauben, so ein 1000-fach ND-Filter, damit ich 1000-mal länger belichten kann. Da wird das Wasser dadurch einfach schön spiegelglatt und sieht irgendwie verträumt aus. Jetzt ziehe ich mich mal um. Ja, und bevor ich jetzt das Foto tatsächlich mache, ich schaue mir jetzt an, wie wirkt das Bild am besten. Von oben. Ah, ich finde halt immer noch das Boot ziemlich geil, wenn ich an der Wasseroberfläche bin. Okay, so werde ich es machen auf ca. 24 mm. Ich werde das Boot jetzt aus einer sehr niedrigen Perspektive fotografieren, weil da wirkt es am besten. Ah, hier so gegen die Sonne. Ich glaube, das ist der Shot. So brauche ich den circa. Als erstes fokussiere ich jetzt eben manuell auf die vordere Kante dieses Bootes. Dann schiebe ich meinen ND-Filter runter. Jetzt wird es mal massiv dunkel, macht aber nichts, weil ich jetzt einfach länger belichten werde. Und ich gehe jetzt mal auch schon auf 13 Sekunden und mache das erste Testfoto. Und jetzt will ich aber noch einen weichen Verlaufsfilter draufschrauben. Vielleicht könnt ihr sehen, dass die Sonne noch etwas dunkler daherkommt. Da war jetzt ein Ast vor der Linse auch gut. Den habe ich gar nicht gesehen. Dieser Ast hier, der stört mich gerade ein bisschen. So. Jetzt ist die Sonne schon weg. Schade. Zack. Die Sonne hat sich jetzt komplett verabschiedet. Ich hatte jetzt gerade mal 5 Minuten Zeit. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe einen Fernauslöser, einen Funkfernauslöser auf die Kamera geschraubt, weil ich jetzt unbedingt länger als 30 Sekunden belichten muss. Sonst wird das Bild viel zu dunkel. Jetzt muss ich schon auf 1 Minute gehen mit meinen Filtern und dem Ganzen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie dieses Bild jetzt wirkt.
Aber es war schon recht schön vorhin, als die Sonne genau über der Bootspitze untergegangen ist, bin ich schon ganz happy eigentlich mit dem Versuch. Und auch hier, gerade wenn man im Wasser fotografiert, ist ein stabiles Stativ ein Muss, weil wenn die Kamera im Wasser landet, dann hat keiner mehr Freude dran. Hat man umsonst 100 Euro gespart. Und jetzt sehe ich gerade, dass da im Hintergrund die Alpen super schön angestrahlt sind. Ich werde jetzt meine Position nochmal verändern. Boot im Vordergrund, Alpen im Hintergrund. Ob das jetzt mit Weitwinkel cool ist, weiß ich nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. Gell? Hauptsache ausprobieren, das ist die Devise. Und weil das Licht schon fast weg ist, verwende ich jetzt auch nochmal einen schwächeren ND-Filter. Nur noch einen 64-fachen und keinen 1000-fachen mehr. Ich habe jetzt meine Position gefunden, einen schwächeren ND-Filter, also den 64-fachen ND-Filter draufgeschraubt und möchte jetzt wirklich dieses Alpenpanorama in diesem wunderschönen Licht aufnehmen und brauche jetzt trotzdem noch den Verlaufsfilter, weil der Himmel immer noch zu hell daherkommt. Das ist der Verlaufsfilter. Könnt ihr das sehen? So funktioniert der. Und jetzt seht ihr mal direkt, wie sich der Himmel verändert, wenn ich meinen Verlaufsfilter reinstecke. Seht ihr das? Zack. Schon mal richtig geile Wolken, oder? Gut, jetzt zurück in die Fotofunktion. Das ist auch richtig geil bei der A7 III von Sony, da man ganz schnell wechseln kann. Foto, Video, geht alles. Ich möchte, dass das Boot einigermaßen scharf ist. Blende 10 oder 11 erscheint mir da passend. Okay, jetzt gehe ich mal auf 6 Sekunden Belichtung. Und hoffe, dass das auch ein schönes Bild wird mit Alpen im Hintergrund. 6 Sekunden Belichtungszeit, ISO 100. F10, glaube ich, war mal, oder? Schaut schön aus. Und gerade beim Sonnenuntergang muss man eigentlich echt wissen, was man tut, weil alles super schnell geht. Die Sonne ist in 10, 15 Minuten komplett weg und dann hat man hier kein Licht mehr auf dem Boot. Also jetzt geht es echt zur Sache hier, ganz schnell. Was mir auch besonders gut gefällt, ist dieses ganz kleine Wölkchen da oben. Das taugt mir. Und ich fotografiere dieses Boot genauso, wie wenn ich hier ein Luxusauto fotografieren würde. Die Ecke ist das Entscheidende. Vorne links, vorne rechts. Gut, jetzt ist es andersrum, aber die Ecke ist der richtige Winkel. Wenn man parallel zum Boot fotografiert oder einfach voll vorn drauf, wirkt es nicht so geil, wie es jetzt aussieht. Und da hinten haben wir jetzt richtig schönes Alpenglühen. Jetzt kann ich hier schon auf 15 Sekunden gehen bei einer 11er Blende. Das mache ich jetzt auch. Wow, ich bin total neugierig, wie die Bilder jetzt gleich im Rechner aussehen. Die muss ich mir unbedingt anschauen. Andere Idee wäre noch, jetzt ganz schnell ein 85mm Objektiv draufzuschrauben, aber da habe ich keinen Filter dafür. Wow, die Bilder sind echt toll. Also noch mal schauen, ob die auch wirklich scharf sind. Doch, die sind scharf. Oh. Laut Belichtungsnadel oder laut Belichtungsanzeige der Kamera steht da jetzt plus 1, aber wenn man sich das Histogramm anschaut, ist das Bild optimal ausgeleuchtet und das bleibt jetzt auch so. Da mache ich jetzt gar nicht lang rum. Und wenn ein Foto heute dabei ist, dann bin ich echt glücklich. Ich bin jetzt hier eine Stunde unterwegs, habe Gott sei Dank einen guten Spot gefunden. Und gebe jetzt einfach mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der Himmel ist knallrot da hinten. Die Alpen glühen. Wir haben gerade Föhn, das haben sie schon vorhin im Radio gesagt. Und das muss man echt ausnutzen als Fotograf. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich gerade hier bin. Am schönen Ammersee. Der Spot hier ist in Breitbrunn. Man muss einfach das Ufer ein Stück entlang laufen. Und da findet man dieses Boot, was höchstwahrscheinlich beim Sturm umgekippt ist.
Eigentlich sollte man sich jetzt hier hinstellen und den Blick einfach nur genießen, aber ich bin viel zu angefixt, hier ein geiles Foto mit nach Hause zu nehmen und es euch auch zu präsentieren natürlich. Kann man das so erkennen? Ja, man kann. Schaut euch das mal an, Leute. Moment. Schön. Ja, man kann sagen, was man will, aber hier ist es wunderschön, finde ich zumindest. Ich habe jetzt meine Position mal gewechselt, um ein Negativbeispiel zu zeigen. Also ich fotografiere jetzt im 90-Grad-Winkel einfach auf das Boot und da wird es nicht so schön wirken. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Schaut halt irgendwie ja, auch nur nach dem Boot aus. Ne? Ist nichts Besonderes. Gut. Ich denke, ich packe jetzt langsam zusammen. Ich habe meine zwei schönen Fotos gemacht. Einmal in Richtung Alpen, einmal in Richtung Sonne. Es war heute wieder ein schöner Nachmittag mit euch hier am See. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dran bleibt bei meinem Kanal, abonniert ihn, schaut euch die weiteren Videos an. Die werden alle in dem Style ungefähr stattfinden. Es macht mir unheimlich Spaß, an der Location, in the field, quasi das Video auch gleichzeitig mit aufzunehmen. Von dem Feedback her können einige neue Fotografen, Anfänger der Landschaftsfotografie ein bisschen was mitnehmen und das finde ich cool, deswegen mache ich das hier überhaupt und bereitet mir Freude, wenn ich ein bisschen helfen kann und meine Erfahrungen euch zurückgebe, weil ich habe auch von irgendwem mal gelernt. Ne? Was ich euch auch empfehlen kann, macht irgendwelche Workshops, Online-Tutorials. Ich habe hier zum Beispiel am See bei Robert Freitag einen Filterfotografie-Workshop mitgemacht. Der hat mir auch unheimlich viel gebracht und mir die Sicherheit auch gegeben, mit diesen Filtern umzugehen. Weil gerade wenn es dunkel wird bei Sonnenuntergang, geht alles ruckzuck und da muss man eigentlich wissen, was man tut. Und ja, zum einen sollte man sich die Theorie aneignen, aber dann auch echt rausgehen und es immer wieder machen, dass das in Fleisch und Blut übergeht. So. Ich packe jetzt zusammen, weil es wird gleich dunkel. Ich muss doch irgendwie heim und sage Servus, euer Sigi vom Ammersee. Bye, bye.